Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal das Geheimnis hinter glänzenden Pralinen. Und möchtet ihr sehen, wie das funktioniert, dann bleibt unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Alle Werkzeuge und Rohstoffe, die du zur Herstellung solcher Pralinen brauchst, verlinke ich dir in der Infobox. Als ersten Schritt schmelze ich jetzt meine Kuvertüre. Bei der dunklen Kuvertüre heißt das 45 bis 50 Grad und sobald diese Temperatur erreicht ist, kann ich ein Drittel Kuvertüre-Drops beigeben. Das gleiche gilt natürlich auch für weiße Kuvertüre, hier beachte ich aber, dass sie nicht über 45 Grad kommt. Sobald die Drops in der Kuvertüre sind, heißt es wirklich gut umrühren, bis die Verarbeitungstemperatur erreicht ist. Um sicherzugehen, dass die Kuvertüre auch gut ansieht, mache ich immer eine Probe und diese sollte innerhalb von 5 Minuten fest werden. Für die Kakaobutter gilt im Endeffekt das gleiche, das heißt, ich werde sie auf 45 bis 50 Grad schmelzen, um diese dann mit meinen fettlöslichen Farben einzufärben. Sobald ich die gewünschte Farbe erreicht habe, ist es hierbei wichtig, das Ganze jetzt noch zu mixen oder zu sieben, um so wenig wie möglich grobe Partikel in der Kakaobutter zu haben. Dies ist besonders wichtig, wenn man mit dem Airbrush arbeiten möchte. Sobald ich die ganzen Farben durchgesiebt habe, rühre ich noch ab und zu um die Verarbeitungstemperatur auf 31 Grad runterzubringen. Sobald man das geschafft hat, kann man auch schon mit dem Vorbereiten der Formen beginnen. Als erstes starte ich mit dem Polieren der Formen. Das kann ich entweder mit einem Mikrofasertuch oder mit Watte machen. Als nächstes zeige ich euch 7 meiner Lieblingstechniken für solche Pralinenformen. Um kleine Pünktchen zu erzeugen, kann man zum Beispiel mit der Zahnbürste und Kakaobutter arbeiten. Um größere Flächen einzufärben, könnte man auch einen Stempel verwenden. Diesen habe ich hier für eine Mondoptik verwendet. Zum Ausmalen größerer Flächen könnte man aber genauso auch einen Pinsel verwenden. Sobald ich mit der Pralinenform fertig bin, ist es immer wichtig, diese auch sauber zu halten. Eine sehr beliebte Technik ist natürlich auch einfach mit dem Finger auswischen. Hier verwende ich am liebsten reine Kuvertüre. Egal ob Kuvertüre oder Kakaobutterfarben, sobald diese angezogen sind, ist es wichtig, die Formen so schnell wie möglich zu gießen und auskristallisieren zu lassen. Ansonsten könnte es passieren, dass die Farben an der Form kleben bleiben. Für eine weitere Technik gieße ich jetzt meine eigenen Stempel und sobald die Kuvertüre wachsweich ist, kann ich in die Kuvertüre jetzt meine Spieße stecken. Diese Technik funktioniert aber nur bei glatten Formen. Sobald jetzt die Kuvertüre richtig ausgehärtet ist, kann ich die Stempel aus der Form nehmen, in die Farbe tauchen und jetzt schon in die Formen pressen. Dadurch entstehen ganz feine Linien, die man immer öfters jetzt bei Pralinen sieht. Natürlich arbeite ich auch gerne mit Goldpulver, diese darf aber nicht in der Farbe selber verrührt werden, sondern nur auf die Form gepudert werden. Ansonsten würde dieser Glanzeffekt verloren gehen. Zu guter Letzt darf natürlich die Airbrush nicht fehlen. Diesen verwende ich immer, wenn ich eine Farbe schön gleichmäßig auf die Form auftragen möchte. Sollte die Farbe zu dünn aufgetragen worden sein, kann man ein zweites Mal über die Farbe sprühen. Jetzt wiederum die Form gut säubern und dann kann ich die Form schon wieder mit Kuvertüre ausgießen. Um zu gewährleisten, dass die Kuvertüre in alle Ecken kommt, klopfe ich jetzt noch gegen die Form, die Restkuvertüre wieder aus der Form klopfen und dann lasse ich sie für einen halben Tag lang auskristallisieren. Sollte hierbei die Schokolade sich zu früh von der Form lösen, könnte man an Glanz verlieren. Falls du jetzt auch wissen möchtest, mit was ich meine Pralinen fülle, dann abonniere jetzt unbedingt meinen Kanal, denn das sind jetzt die nächsten Videos, die auf diesen Kanal kommen. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.